Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zur Konferenz Whatever Happened to the Hungarian Theater willkommen zu heißen. Insbesondere freue ich mich, unsere Gäste aus Ungarn begrüßen zu können, die gestern und heute angereist sind. Vielen Dank für Ihr Kommen. Gestern fand in diesem Raum bereits eine Konferenz statt, die die Enthüllung Edward Snowdens und ihre kulturellen, politischen und technischen Implikationen zum Thema hatte. In einer Atmosphäre von Dialogbereitschaft und gegenseitigem Respekt, ohne staatstragendes Gewese. In diesem Sinne wollen wir auch den heutigen Tag angehen. Wir wollen unseren ungarischen Gästen den Raum geben, ihre Positionen darzulegen. Wir wollen besser verstehen lernen, welche Debatte in Ungarn geführt wird und uns die Freiheit geben, unsere eigenen Positionen auch wieder in Frage stellen zu können. In den vergangenen Monaten sind wir vielen Akteuren des ungarischen Theaters und der ungarischen Kulturpolitik begegnet. Wir waren erstaunt und positiv überrascht, dass die Kollegen und Kolleginnen aus allen Richtungen sich den Dialog wünschen, der momentan in Ungarn so nicht stattfindet. Deshalb haben Esther Slevogt, unsere geschätzte Kuratorin, und ich die Aufgabe übernommen, den Versuch eines Gespräches in Berlin zu organisieren. Eine Debatte, die nicht einfach die üblichen Etiketten auf den Diskurs klebt, sondern offen ist für neue Gedanken, die erst im persönlichen und unmittelbaren Austausch entstehen. Diesen Diskurs zu ermöglichen, war und ist unser Ziel. Und ich freue mich, dass alle unsere Gäste wohlbehalten eingetroffen sind. Im Vorfeld haben wir viele Zuschriften erhalten, die uns mit Wünschen und Erwartungen an diesen Dialog konfrontieren. Man könnte über Ungarn tagelang, wochenlang diskutieren. Wir haben heute 6 Stunden zur Verfügung. Deshalb haben wir unsere Schwerpunkte gewählt. Sie finden sie in unserem Programm. Wir werden an alle Panels ein Q&A, also ein Question and Answer, anschließen, indem ich Sie bitte, klare und präzise Fragen an unsere Panelisten zu stellen. Die Gelegenheit, auf direktem Weg von unseren Gästen Antworten zu erhalten, ist einmalig. Dass wir das in einem Geiste des Dialogs, Respekts und des Zuhörens machen wollen, versteht sich von selbst. Für Veranstaltungshinweise und Flugblätter haben wir draußen einen Tisch reserviert. Wir möchten aber gerne diesen Raum freihalten für den offenen Austausch der Argumente. Bevor ich an Esther Slevogt übergebe, möchte ich mich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken. Bei unseren Gästen und Sprechern und Sprecherinnen, bei unserem wunderbaren Partner Mind Pirates e.V., in dessen Auditorium Sie hier sitzen, der uns diesen inspirierenden Raum zur Verfügung gestellt hat. Ein Raum mit Ausblick. Und ich hoffe, da enden wir auch heute mit einem Ausblick. Und beim Collegium Hungaricum, insbesondere bei seinem Leiter Jan Togai, der uns in so offener und vertrauensvoller Weise mit Rat und Tat zur Seite stand. Und natürlich bei Ihnen allen, die Sie heute an unserer gemeinsamen Konferenz teilnehmen. Herzlichen Dank. Und jetzt bitte ich Esther Slevogt ans Pult, unsere Kuratorin. Ja, guten Tag. Ich habe eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, außer dass ich mich über die vielen Besucher freue und allen, die aus Ungarn gekommen sind, für das Vertrauen danke, dass sie gekommen sind, um das Gespräch hier zu führen. Dann möchte ich eigentlich gleich ins Programm einsteigen. Diese Konferenz handelt von Kunst, also genauer gesagt der Theaterkunst und noch genauer gesagt von den Bedingungen der Möglichkeit von Theaterkunst. Deshalb beginnt sie auch mit einem Kunstwerk, dem experimentellen Kurzfilm Amorous Geography von Szabolcs Kispál. Das ist ein interessanter Medienkünstler, den man bei der Gelegenheit auch mal hier vorstellen kann. Dieser Film ist ursprünglich 2012 für eine Konferenz in London entstanden, die Zootopia hieß.
und sich mit der Architektur europäischer Zoos um die Jahrhundertwende, also die letzte Jahrhundertwende um 1900, damit beschäftigt hat und den gesellschaftspolitischen, ethnologischen und auch historischen Diskursen, die sich in dieser Architektur ausdrücken. Anhand eines künstlichen Berges, den es wirklich gibt, im Zoo von Budapest, montiert Kischball dezent und diskret Material, Dokumentarisches aus der Geschichte Ungarns des 20. Jahrhunderts und thematisiert damit ganz subtil und beiläufig die Themen, die wir hier auch verhandeln und auch diese neuralgischen Punkte, nämlich eine neue Arbeit an der Neuerzählung des nationalen, der Geschichte, die sehr fremdbestimmt gewesen ist bis 1989 und gleichzeitig aber auch Risiken und Nebenwirkungen hat, also dieser Diskurs. Danach wird der Historiker Ferenc Latschu vom Imre Kertész College der Universität Jena den Film erklären und gleichzeitig auch in einer Keynote die wesentlichen Debattenpunkte einführen, also einen Input geben, um deren Deutungshoheit in Ungarn im Augenblick so heftig gestritten wird. Dann möchte ich eigentlich Film absagen, das ist eine deutsche Erstaufführung übrigens, und uns allen einen interessanten Tag wünschen. Vielen Dank. Once upon a time, there was a country called Hungary. Once upon a time, there was a country called Hungary. A 100 years ago, at the beginning of the century of speed, the Hungarians built a zoo in their capital, deciding to embellish it with a fake mountain. Having heard of a German circus director by the name of Hagenbeck, who had done the same in Hamburg. There was heated debate among the architects as to which mountain should serve as a model for their fake. Some suggested Mount Ararat as an homage to Noah and the solidarity of mankind with the animals, while others lobbied for Mount Sinai because of its prominent role in many holy books. Someone even suggested copying the shape of Mount Everest. Finally, they chose a peak in the Carpathian Mountains, the Lonely Rock, situated in Transylvania, a distinctive region of Hungary at that time.
hear them of Kirai Hago. This region was considered by some to be very Hungarian, a view that wasn't fully shared by the people living there, especially as many of them weren't in fact Hungarians, but Romanians, Saxons, Jews, Serbs, Gypsies, etc., who called themselves Transylvanians. One of the leading architects working on the buildings and mountains of the zoo, a Hungarian by the name of Károly Kós, was born there to a family of German, Austrian, French background. His architectural style, based on folk elements, was considered authentically Hungarian, although he considered it Transylvanian. Hozom a futárcsákom, én teremtőm, fogadom, hogy megtalálom, megkeresem, megtalálom az én szedben futárcsákom. Megyek a királyhágon, elhozom a futárcsákon. Soon after the fake mountain was built, the country entered the First Big War and was defeated. As a consequence of the peace treaty, some of the country's territories, including Transylvania, were given to other states. Therefore, the original mountain was detached from the country, and among the people a rumor started, according to which the fake mountain was actually real and had been formed in a natural orogenic process. The shrinking of the country's territory resulted in an upward thrust which elevated the great rock in the middle of the Budapest Zoo. One of the supporters of this theory was the Minister of External Affairs, who was part of the peace treaty delegation and later, as Prime Minister, signed two anti-Semitic laws, and who otherwise was a geographer by profession. Sentenced to death for war crimes, published a book entitled Give My Mountains Back, which later, in the era of two-thirds, became a bestseller. In order to ease the pain in the hearts of the mourners, the city brought exotic animals from Transylvania to the zoo and placed them on the fake mountain.
hear them off, get I ha go. Now, but end of Kutar Chaco. In the Ramtim, Merremenye Kultalalum, Merremenye Kultalalum, or in Kedve Kutar Chaco. As due to the big land shrinkage, many Hungarians were shut out of the country, and their habits, songs, garments, and objects were missed by those blinded by nostalgia. These letters proposed to bring Transylvanian families as human exhibits into the zoo. One of the first families supposed to be installed was the Yeoman, whose home served as a model for the Buffalo House building. When the architect Károly Kós found out about the plans, he expressed his revulsion by establishing a movement in response called Transylvanism, which aimed at the development of a multi-ethnic region independent from both Hungary and Romania. He proclaimed the Kalotaszeg Republic, but his endeavors at creating a multi-ethnic microstate were unsuccessful. The idea of human exhibits from Transylvania was taken up by a great admirer of Hagenbeck, Governor Horthy, who temporarily recolonized the region. However, his initiative was obscured by the Second Big War, and no records have been found as to whether the idea was ever achieved or not. The authenticity of the only photograph showing the governor inspecting the human exhibits is disputed. In recent times, one decade after the collapse of the towers, the reconstruction of the Great Rock started in Budapest, and during the work, an engraved inscription was found in a hidden cave of the fake mountain. It had been written in an alphabet called Hungarian runes, a writing form that originated in Transylvania. An expert was secretly brought to the spot to translate the text. Several hours after his visit, the inscription was destroyed, and the translator disappeared. His clothes were found and returned to the family. In one of the pockets, there was a piece of paper which said, "Fuck your fake mountains." Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, heute Nachmittag mit Ihnen verbringen zu können und einige Gedanken über kontroverse Themen der ungarischen Zeitgeschichte mitteilen zu dürfen. Die Liste der weiteren Teilnehmer ist sehr imposant und das Programm vielversprechend. Ich freue mich auch, weil ich die Initiative führender Persönlichkeiten aus der ungarischen und europäischen Theater- und Kulturszene, die bestimmt unterschiedliche Meinungen vertreten werden, hier in Berlin miteinander ins Gespräch zu bringen, für sehr wichtig und sogar innovativ halte. Die Grundidee, unterschiedliche ungarische Sichtweisen auch hier in Deutschland stärker und zur gleichen Zeit zum Ausdruck kommen zu lassen, erscheint mir besonders lobenswert und bin selbst sehr neugierig, wie die späteren Diskussionen sich entwickeln werden.
Leider hat man in Ungarn öfter das Gefühl, dass konservative und liberale kulturelle Akteure nicht nur unterschiedliche Positionen vertreten und Sensibilitäten entwickelt haben, was nun völlig normal wäre, sondern dass sie manchmal auch gewisse Vorurteile zum Ausdruck kommen lassen, die solche Dialogversuche wie heute allzu oft gehindert haben. Kurz gesagt, nicht nur politisch, sondern auch kulturell scheint mir Ungarn tief gespalten zu sein. Die konträre Sensibilitäten, die weiter existierende Ängste und manchmal vehemente Ablehnungen haben in meinen Augen sehr viel mit Fragen der Geschichtsauffassung zu tun. Und damit sind wir schon beim Thema. Umstrittene Fragen der ungarischen Zeitgeschichte, die ich zunächst kurz zu erleuchten versuchen werde. Wegen der Knappheit der Zeit werde ich meine Bemerkungen auf drei Themen beschränken müssen. Der Trianoner Friedensvertrag von 1920, als Ungarn meiste Territorien der Stephanskrone auf einmal verlor. Der Holocaust in Ungarn, wofür die Ungarn mit Verantwortung tragen müssen. Und last but not least, die Epoche von 1989 und insbesondere die Rolle der Revolution von 1956 in der Erinnerung der Ungarn. Aber zunächst noch etwas über den gerade gezeigten Kurzfilm. In meinen Augen ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Ungarn immer noch so stark durchpolitisiert, dass grundsätzliche Themen an sich politische Färbung bekommen haben. Der Kurzfilm versucht, stark konnotierte Themen sowie Revisionismus der Zwischenkriegszeit einerseits und der Humanisierungsprozesse derselben Epoche andererseits nebeneinander aufzugreifen und ihre Beziehung auf überraschende Weise zu schildern. Hier wird unter anderem gezeigt, wie sogar die idealisierte Ungarn Siebenbürgens auf symbolischer Ebene und teilweise gerade durch ihre Idealisierung dehumanisiert wurden. Nach meiner Interpretation wirft der Kurzfilm mehrere ernstzunehmende Fragen auf. Die Bilder, die auf die antisemitische Ausgrenzungs- und Verfolgungsmaßnahmen hindeuten, fordern die Zuschauer, sich mit schmerzhaften Fragen auseinanderzusetzen. Warum hat der ungarische Staat seinen eigenen Bürger ausgeschlossen, während derselbe Staat Territorien zurückgewinnen versuchte? Wie konnten Expansionswillen und rassistische Praktiken gleichzeitig zum Ausdruck kommen? Diese sind bis heute äußerst sensitive Fragen. Es gibt komplexe Zusammenhänge zwischen der Trianoner Friedensvertrag von 1920 und die immer drastischer werdende antisemitische Wende Ungarns danach. Diese Zusammenhänge sind auch politisch äußerst kontrovers. Und ich muss zugeben, dass ich beim Zuschauen manchmal das Gefühl gehabt habe, dass es in diesem Film auch darum geht, manche Sensitivitäten gegeneinander auszuspielen. Der Trianoner Friedensvertrag von 1920, meistens abgekürzt als Trianon, steht in der Gegenwart für vieles und darunter auch sehr Unterschiedliches. Seine fortbestehende Relevanz stellt sich meiner Meinung nach aus zwei Fragen zusammen. Erstens, was für Beziehungen sich die Ungarn aus Ungarn und aus den Nachbarländern Ungarns sich im 21. Jahrhundert innerhalb der Europäischen Union vorstellen. Zweitens, aber nicht unwichtiger, was für Beziehungen sich Ungarn als Staat mit seinen Nachbarstaaten pflegen möchte. Was für Verantwortungsformen kann, soll und darf Ungarn wegen die ungarische Minderheiten tragen? Sollte die Vorgeschichte, die Entstehungskontext dieser Minderheitsgruppen betont werden? Sollte also eine direkte Beziehung zwischen diesen Minderheitsgruppen
und Trianon hergestellt werden. Die Fidesz-Regierung hat sich stärker als frühere Regierungen Ungarns für die nationale Zusammengehörigkeit der Ungarn in der Region und sogar weltweit eingesetzt. Die Regierung hat ihre Politik nicht nur darauf konzentriert, diese nationale Wunde heilen zu wollen, sondern hat auch angefangen, die Erinnerung an Trianon offiziell zu pflegen. Anders gesagt, durch die Hervorhebung geschichtlicher Dimensionen werden die Zusammenhänge zwischen gegenwärtigen ungarischen Minderheitsgruppen und was in Trianon unterzeichnet wurde, stark und klar betont. Wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, ich habe gerade den Ausdruck Wunde verwendet, die ursprüngliche Bedeutung des oft benutzten Wortes Trauma. Ob dieser Begriff in Bezug auf Trianon zutreffend oder unangemessen ist, wurde zwar unter Intellektuellen ziemlich heftig debattiert und Christian Ungvári war an dieser Debatten persönlich beteiligt, der Trauma-Begriff hat sich aber spätestens schnell verbreitet. Die Frage, ob die Fokussierung auf Trianon die ungarische Identität auf kulturelle Merkmale oder noch kürzer gesagt auf Ethnizität reduzieren würde, wurde auch mehrfach diskutiert. Die Frage wurde aber auch umgekehrt gestellt, das heißt, ob solche Vorwürfe gegen Ethnizismus nicht selbst als Vorwand für Ausgrenzungen aus der Nation dienen könnten. Nämlich die Ausgrenzung der Ungarn, die nicht in Ungarn leben und die in manchen Fällen nicht einmal EU-Bürgern sind, aber sich stark mit der ungarischen Nation identifizieren und mit Ungarn auch als Land verbunden fühlen. Dass manche Geschichten politisch und kulturell sehr wichtig erscheinen, bedeutet leider noch lange nicht, dass die vorhandenen Informationen breit verbreitet wären. Wie Balázs Oblonci vor kurzem betont hat, manche Legenden in Bezug zu Trianon werden bis heute reproduziert und breit rezipiert. In diesem Fall sollte also auch ein kurioses Paradox nicht unerwähnt bleiben, nämlich, dass nach 1989 auch öffentlich viel mehr über Trianon gesprochen wurde, aber die Ungarn der jüngeren Generationen scheinen trotzdem nicht mehrere, sondern eher wenigere relevante Tatsachen zu kennen. Auf ähnliche Weise gibt es eine Diskrepanz zwischen der Grundsätzlichkeit, mit welcher die Geschichte der Minderheitsungarn schon erforscht wurde und wie wenig die Mehrheit in Ungarn sowohl über diese Geschichte als auch über die gegenwärtige Lage zu wissen scheint. Ungarische Geschichtswissenschaftler, vor allem Miklós Zeidler, haben dazu noch sowohl die einflussreiche Symbolik als auch die Ziele und Methode des Revisionismus der Zwischenkriegszeit tiefgehend analysiert. Und damit sind wir schon bei den kontroversen Zusammenhängen, die auch im gezeigten Film thematisiert worden sind und die uns zu meinem zweiten Thema, die Diskussionen über den Holocaust in Ungarn, führen. Der Revisionismus war nämlich ein Hauptgrund für Ungarns Bündnis mit Deutschland während der NS-Zeiten. Vielleicht lohnt es sich, gleichzeitig zu klären, dass es keine einfachen Korrelationen zwischen Nazi-Bündnis einerseits und die Deportation der Juden aus Ungarn andererseits gegeben hat. Vor allem scheint mir wichtig zu betonen, dass der Antisemitismus in Ungarn sich nicht unter direktem Einfluss NS-Deutschlands radikalisiert hat. Andererseits sind die Nazis 1944 eigentlich wegen mangelnden lokalen Engagement in Ungarn einmarschiert, worauf der Holocaust unter durchaus sehr bedeutsamer ungarischer Beteiligung folgte. Neben der nationalen Verantwortung der Ungarn versus die der Deutschen haben sich in Ungarn
auch zwei weitere Themen als besonders umkämpft erwiesen. Erstens die Rolle der ungarischen Rechtsradikale versus die der konservativen Elite während die antisemitische Radikalisierung der späten 30er und frühen 40er Jahre und zweitens, wie die Opfer genannt und gewürdigt sein sollten. Für lange Jahrzehnte der Nachkriegszeit herrschte ein vor allem ideologisch bestimmtes Geschichtsbild, wonach die rassistisch Verfolgten nicht im Zentrum standen und Juden oft nicht einmal explizit erwähnt wurden. Die Verantwortung für den Holocaust in Ungarn mussten die Nazis, hauptsächlich die Deutsche, aber auch die Ungarische, die aber gleichzeitig als Spielzeuge der Deutschen galten, tragen. Einigermaßen schon vor 1989, aber vielmehr danach wurden dann alle drei Fragen neu bewertet. Die ungarische Teilverantwortung wurde stärker betont, die Rolle des Antisemitismus in Ungarn wurde besser erforscht und seine Ausbreitung mehrfach bewiesen. Drittens, die Opfer wurden jetzt regelmäßig explizit als jüdisch benannt. Trotzdem haben die letzten Jahre auch hier eher zu Diskrepanzen geführt. Während der Informiertheit der Ungarn über den Holocaust kann im internationalen Perspektive nicht als niedrig bewertet werden, die Ablehnung der ungarischen Mitverantwortung ist während die letzten Jahre doch sichtbar stärker geworden. Die große Herausforderung für das nächste Jahr, als die ungarische Gesellschaft sich nach 70 Jahren an den Holocaust erinnern wird, ist, wie man durch eine Veranstaltungsreihe solche gesellschaftliche Tendenzen effektiv entgegenzuwirken könnte. Was die Erinnerung an 1956 betrifft, war das Thema lange Jahre im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es hat ganz eindeutig eine identitätsstiftende Rolle für Ungarn nach 1989 gespielt. Diese Rolle war gesamtgesellschaftlich, auch wenn es eher unterschiedlich gefärbte Interpretationen gegeben hat. Etwas grob gesagt, konnte man entweder die nationale Unabhängigkeitsbestrebungen der Ungarn sowie der internationale Krieg zwischen der Sowjetunion und Ungarn betonen, was aus nationalkonservativer Position oft geschah. Man konnte aber auch die Rolle der Reformkommunisten im Vordergrund rücken, wie die postkommunistischen Sozialisten gerne taten und immer noch tun, oder aber konnte 1956 auch als Bestrebung nach Grundfreiheiten und ein Mehrparteisystem verstanden werden, wie die Liberalen immer wieder hervorgehoben haben. 1956 hat spätestens auch als Geschichtsmythos der vor ein paar Jahren stärker gewordene rechtsradikale Kräfte fungiert. Durch viele an das Thema interessierte Wissenschaftler und insbesondere durch das Institut zur Erforschung der Geschichte der 1956er Revolution wurden die Ursachen, Ablauf und Folgen der Revolution mittlerweile sehr grundsätzlich analysiert. Die Geschichte der Revolution war also nach 1989 ein gesamtgesellschaftliches Thema, wo alle Parteien eigene Akzente setzen konnten und versucht haben, 1956 nicht nur national, sondern auch politisch zu instrumentalisieren. Heute würde ich doch eher eine abnehmende Relevanz feststellen möchten. Obwohl das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis an 1956 die öffentliche Auseinandersetzungen in 2006 noch sehr stark geprägt haben, scheint 1956 momentan
ferner zu liegen, nicht nur als 1989, sondern vielleicht auch ferner als 1914 oder 1944. In 2014 werden alle drei eben genannte Jahre, also 1914, 1944 und 1989, bestimmt sehr viel mehr Aufmerksamkeit geboten. Zum Abschluss würde ich gerne noch zwei allgemeinere Punkte kurz ansprechen wollen. Die erste ist, wie lange das Geschichtskultur und dadurch teilweise auch das politische Kultur des Landes durch die Traumata des 20. Jahrhunderts noch bestimmt wird. Anders ausgedrückt, wie lange Gewalt, Verfolgung und Leid das ungarische Geschichtsbild prägen werden in einer Situation, wo nur noch wenige über eigene schreckliche Gewalterfahrungen Mitte des 20. Jahrhunderts berichten können. Und was wird danach folgen? Die zweite allgemeinere und vielleicht noch zu diskutierende Frage betrifft, inwieweit die sukzessive Okkupationen Ungarns als Haupterklärung für die große gesellschaftliche Tragödie dienen sollten oder umgekehrt, inwieweit das Fokus auf die ungarische Beteiligung in Tätergruppen weiter erforscht und auch öffentlich stärker betont werden sollte. Ich möchte Sie ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ganz herzlichen Dank, Herr Lacho. Und wir setzen sofort fort in unser erstes Podium. Und ich bitte unseren Moderator Sergej Lagodinsky, Referatsleiter EU Nordamerika der Heinrich-Böll-Stiftung, seine Panelisten zur Bühne zu rufen. Herzlichen Dank an das Publikum, herzlichen Dank an Dr. Ferenc László. Danke für diese einführenden Worte und den Bogen, den wir jetzt inhaltlich hier geschlagen haben mit Ihrer Hilfe. Und jetzt versuchen wir nach dieser künstlerischen Einführung, also filmische Einführung und nach dieser sehr tiefgehenden, abstrakten Einführung, versuchen das ein bisschen runterzubrechen. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Spannung, diese Vielschichtigkeit der Geschichte Ungarns und der Umgang damit? Was bedeutet das für die Zustände in der Gesellschaft, in ihrer Kultur, in ihrem Theater? Dafür haben wir zwei hervorragende Gäste gewonnen und wollen jetzt kurz darüber diskutieren. Danach auch vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, öffnen für einige Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, was wir heute jetzt gehört haben, und das gehört vielleicht noch dazu, müsste man auch etwas systematisieren. Und ich würde vorschlagen, vielleicht, dass wir hier nochmal über drei verschiedene Felder sprechen, um das herunterzubrechen. Zumindest im Bereich der Politik geht es einmal um die Symbolpolitik, inwiefern Symbole für uns, für unsere Identitätsbildung, nicht nur in Ungarn, ich habe viel auch über Deutschland da gehört, Parallelen, eine Rolle spielen. Erinnerungspolitik als Politik, als Motor der Transformationen in verschiedenen Phasen und Realpolitik. Das, was wir im Lande sehen, Demokratieinstitute, Parlamentsarbeit und so weiter. Aber jetzt erstmal zu unseren Gästen und als Ersten möchte ich gerne vorstellen Balázs Ablonczy. Er ist ein Historiker, promoviert in Budapest in 2004 und dann auch anschließend habilitiert und zurzeit ist er nicht nur Assistant Professor an der Uni dort, sondern ist auch Direktor von ungarischen
Kulturzentrum in Paris, Kulturinstitut in Paris, noch bis Mai 2015, wenn ich das richtig verstanden habe. Und daneben war er auch mehrmals auch, hatte Besuchsprofessuren in Indiana, in USA, also hat ganz verschiedene Perspektiven auch auf das Thema. Seine Schwerpunkte beschäftigen sich immer wieder mit der Phase in Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen, auch ein wichtiger Punkt, was wir jetzt besprechen wollen. Und an ihn richtet sich zuerst mal meine Frage. Er hat es ja gehört, diese Vorstellung. Er weiß auch, wie die Diskurse vor Ort laufen. Wie viel Emotionen? Sie haben in einem Ihrer Texte über Emotional History Telling, Narrative Telling gesprochen. Wie viel Emotionen ist da mit drin? Was sind die Ängste, die da mitspielen? Über Traumata haben wir gesprochen, aber jeder Traumata erzeugt ja auch Ängste. Was schwebt dafür, was hören wir da für Musik noch im Hintergrund in der Gesellschaft? Jó napot kívánok! Elnézést kérek, hogy magyarul fogok beszélni, de a németem az messze nem olyan csodálatos, mint lehetne. Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon köszönöm a bemutatást is. A magyar történelmmel kapcsolatban azt hiszem, 5 pontban szeretném összefoglalni azt, ami úgy gondolom, hogy fontos ennek a történetnek a megértéséhez. Egy kicsit hátrébb mennék vissza az időbe, mint Lacó Ferenc az előadás. Ez egyébként nagyon kitűnő bevezető előadásában. In seinem vorzüglichen einleitenden Vortrag. Ich glaube, der erste Punkt von den 5 Punkten nach dem vorzüglichen Vortrag von Dr. Lazo. Erstens, um die gegenwärtige Situation in Ungarn zu verstehen, ist die sprachliche und zugleich kulturelle Inselfunktion. Anfang des 19. Jahrhunderts hat Herder, der deutsche Denker Herder, ausgeführt, dass der Ungar eigentlich eine zum Verschwinden verurteilt ist, wird von den slawischen Nachbarn aufgefressen, zerdrückt. Und dass diese beiläufige Bemerkung und scheinbar harmlose Bemerkung hat in Ungarn unheimlich große Emotionen erweckt. Und das widerhallt bis heute. Die Tatsache, dass die Ungarn eine Sprache sprechen, die kein Mensch in der Welt versteht und sehr schwer zu erlernen ist, und diese Einsamkeit, die Einsamkeit in Europa, die Ungarn kennzeichnet war, für die ungarische politische Elite immer kennzeichnen. Daraus folgten verschiedene, unterschiedliche politische Folgen, um nationale Einrichtungen, zum Beispiel die Staatsoper wurde damals gegründet. Das ist eine Antwort entstanden, die gesagt hat, wir müssen jedem politische Freiheitsrechte einräumen. Jeder wird gleich in Ungarn und danach wird es unheimlich wichtig, welche Nationalität jemand angehört. Das galt ungefähr im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Das war die Antwort der liberalen Elite in Ungarn im 19. Jahrhundert. Und es konnte natürlich auch eine Antwort entstehen. Es konnte auch eine Antwort entstehen, die besagte, dass dieses Land Ungarn, das Königreich Ungarn, auch sprachlich ungarisch gemacht werden muss. Das heißt, wir sollen, was natürlich nicht bedeutet, dass wir die andere Nationalitäten verjagen wollen, aber die ungarische Sprache soll eine Hegemonie erlangen, dass es überhaupt nicht mehr keine Frage mehr ist, wer im Lande dominiert. Ich möchte daran erinnern, dass ganz bis zur Volkszählung 1910 mehr als die Hälfte nicht ungarisch gesprochen hat. Die Ungarn waren nur eine relative Mehrheit in Ungarn. Diese Angst und diese Frustration würde ich also praktisch auf diesen Zeitpunkt zurückführen. Der dritte Punkt, zum Verständnis, und darüber hat Ferenc Lazo ausführlich gesprochen, das war der Friedensvertrag von Trianon 1920. Ich möchte jetzt niemanden mit Daten belasten, ich möchte nur auf eine Tatsache hinweisen, neben der großen territorialen Verluste, die uns vielleicht erleuchtet, was es damals für Ungarn und für die Ungarn bedeutet hat. Bei dem Friedensvertrag von Trianon
lebten 10 Millionen Ungarn, die Ungarisch gesprochen haben, im historischen Ungarn. 3,2 Millionen, die Ungarisch gesprochen haben, wurden abgetrennt von Ungarn, vom Territorium. 3,2 Millionen wurden abgetrennt. Das war ein Riesenverlust. Das bedeutet, dass von je drei Ungarisch sprechenden Menschen wurde eine Staatsbürger eines Nachbarlandes. Aber was vielleicht noch wichtiger ist gewissermaßen, ist, dass von diesen 3,2 Millionen Menschen wurden in der Zeit zwischen 1918 bis 1923 ungefähr 420.000 sind nach Ungarn geflüchtet, also Migranten. Und diese Flüchtlinge, da haben wir auch hier Aufnahmen gesehen mit Zügen, das ist ein Problem meines Historiken da sein. Diese Aufnahmen stammen nicht aus 1920, sondern sind später entstanden. Aber das war nur in Klammern. Das war also ein Mittelstand, diese 420.000 Menschen, die eine sichere Mittelstandsexistenz verloren hat dadurch. Und diese Masse verfügte über einen viel größeren Einfluss auf die ungarische Politik und auf das öffentliche Leben, als es zahlenmäßig begründet gewesen wäre. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder, der als Flüchtling nach Ungarn kam, gewissermaßen an Revision gedacht hat oder eine extreme Radikale wurde. Aber diese Sensibilität bestand in der Öffentlichkeit sehr akzentuiert. Das steht außer Zweifel. In jeder ungarischen Familie, um es ein bisschen persönlich werden, auch in meiner Familie gibt es Geschichten darüber, warum wir weg mussten und warum mussten wir dort bleiben. Der vierte wichtige Punkt, den ich hervorheben möchte, und da schaue ich ein bisschen auf Christian, oder entschuldige mich, ich bemächtige mich der Ansichten von Christian. 1944, aber auch schon vorher, aber durch die Deportationen im Holocaust, die meisten wurden im Frühjahr 1944 verschleppt, was eine der, wenn nicht das tragischste Ereignis der ungarischen Geschichte ist. Und aus den Arbeiten von Christian wissen wir, und auch von anderen Arbeiten, dass dies nicht möglich gewesen wäre oder nicht so möglich gewesen wäre ohne die hundertprozentige Kollaboration der ungarischen Staatsverwaltung. Die Gedächtnisarbeit darüber, wie wir heute darüber reden sollen, wie wir diese Verluste verarbeiten sollen, wurde vom Regime nach 1945, sowjetische Regime, hat diese Gedächtnisarbeit unmöglich gemacht. Und zweitens, die diese Arbeit hätten machen müssen, die Gedächtnisarbeit, haben die Machthaber, die an der Staatsverwaltung beteiligt waren, wurden auch selbst viktimisiert. Also es gab eine gegenseitige Sprachlosigkeit. Es kommt in Ungarn oft vor, wenn wir über solche Themen reden, über den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, gibt es sofort kontroverse Narrativen. Wenn man über die KZ spricht, dann sagt man sofort Gulag und so weiter. Und es ist sehr schwer zu sagen, dass diese beiden Sachen durchaus gleichermaßen als nationale Tragödien gelten können. Wir erkennen die Leiden der anderen an, aber davon wird unser Leiden noch nicht geringer. Vielleicht sagt Christian, ich habe ihn falsch interpretiert, aber so geht es den Propheten immer, dass sie manche Sachen vielleicht nicht immer richtig interpretieren. Und der fünfte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang für sehr wichtig halte, das ist seit der Wende, seit dem demokratischen Übergang, schon fast seit 25 Jahren, diese Gedächtnispolitik seitdem, die Gedächtnispolitik oder Gedankenpolitik, Gedenkpolitik, die Erinnerungen damals. Und ich werde jetzt nicht als dritte oder vierte Republik benennen, darüber gibt es große Diskussionen, aber im demokratischen Ungarn nach der Wende wären die politische Elite größtenteils durch die Revolution von 1956 sich legitimiert hat
und in der Symbolik sich sehr stark auf 56 gestützt hat. Es scheint es heute, laut Meinungsumfragen, dass 1956 einer der kontroversesten Feiertage ist, nationale Feiertage ist. Und ein Großteil der Ungarn spricht nicht gerne über 56. Das zeigt auch viel über das Bild der Vergangenheit. Eine Wirtschaftszeitschrift, die ungarische Wirtschaftswoche, hat eine Umfrage gemacht. Wer ist die beliebteste politische Figur? Die erste war König Matthias Corvinus, der 1490 gestorben ist. In der Nation oder in der Gesellschaft, wo man so weit in der Zeit zurückgeht, um konsensuale Figuren zu finden, da gibt es große Probleme. Und das sage ich auch für heute, die nicht unbedingt aus Trianon herrühren, sondern aus den 4-5 Problemen, sind Folgen der 4-5 Probleme, über die ich geschildert habe. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür. Herr Christian Ungwari, zu meiner Rechten, herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Sie sind ein bekannter Historiker, auch vielfältig tätig gewesen, auch viel in Deutschland, in Freiburg haben Sie geforscht. Ihr Gebiet, Fachgebiet beschäftigt sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts und zwar mit der Geschichte der Politik und der Geschichte der Kriege im 20. Jahrhundert. Und Ihr letztes Buch war über die Ära von Miklós Horthy. Jetzt sitzen wir hier, sprechen über die ungarische Identität, über Geschichte. Was ich mich gefragt habe, als ich Herrn Professor Blonczy auch zugehört habe, wir in Deutschland haben auch solche Probleme. Andere osteuropäische Länder haben auch solche Probleme. Aber in jedem Land übersetzen sich diese Narrative im Alltag, im Kulturalltag, im Politikalltag unterschiedlich. Wie funktioniert die Übersetzung in Ungarn und vor allem vielleicht auch im Theaterbereich als Beispiel, zum Beispiel exemplarisch? Also ich glaube, der Schlüsselbegriff dazu könnte die anders ausgebaute politische Korrektheit sein oder das Fehlen dieser politischen Korrektheit, was in Deutschland ja stimmend ist. Das hat natürlich nicht nur Nachteile, das muss man auch sagen. Aber das hat sehr viele Nachteile. Ich habe aber meine ursprüngliche Idee, hier über einen gewissen Konzeptpapier aus einem Theater zu reden. Ich möchte das jetzt beiseite legen, weil ich habe das etwas Besseres gefunden als Einstieg. Und zwar, Oblonczy Balázs hat einen Schlüsselbegriff genannt, und zwar die gemeinsame Unfähigkeit zur Aussprache. Das sehen wir am besten durch die Figur Albert Wasch, der in diesem Film ja auch vorkam, und zwar nur mit einem Halbsatz als Kriegsverbrecher zu Tode verurteilt. Und an dieser Figur sehen wir exemplarisch die Unfähigkeit zur Aussprache. Wer ist Albert Wasch? Albert Wasch ist zurzeit der eigentlich populärste Autor vielleicht, also wenn man die Bücherverkäufe sieht, dann auf jeden Fall sehr erfolgreich. Nicht weniger als 45 Denkmäler, Statuen sind nach ihm in Ungarn genannt. Im Vergleich zu Sándor Márai, der hat gerade 4 solche bekommen. Albert Wasch Zitate kommen sehr oft in der Politik vor und ihre Denkmäler sind von den höchsten Würdenträgern des heutigen ungarischen Staates eingeweiht, also vom Ministerpräsidenten, Präsidenten des Parlaments und so weiter und so fort. Allerdings ist Wasch Albert als Literat höchst umstritten. Er ist eigentlich ein Blut- und Bodenautor, der in den höheren literarischen Kreisen keinen richtigen Eingang fand. Ihm wird sehr vieles vorgeworfen, manches mit Recht, manches mit Unrecht. Zum Beispiel der Kriegsverbrecher-These ist mit Unrecht ihm vorgeworfen, weil die rumänischen Behörden hatten zwar einen Prozess ihm gegenüber gemacht,
Während dieser Prozess konnte sich aber Waschalbert nicht verteidigen und wahrscheinlich waren die Anklagepunkte gar nicht stichhaltig. Das ist die eine Seite. So können natürlich die Waschalbert-Fans sagen, er ist ein unschuldiger Opfer. Das Bild wird aber ein wenig doch betrübt, wenn wir bedenken, dass einmal Albert Wasch nach dem Zweiten Weltkrieg richtiger Nationalsozialist wurde, beziehungsweise die ungarische Version des Nationalsozialismus, also Hungarismus, verkörperte im Exil. Und es wird ja noch schlimmer, wenn wir anschauen, was er im Jahre 1944 gemacht hat. Nämlich im Jahre 1944 hat er einen Aufsatz publiziert über die, Zitat, Landnahme der Ratten, Zitat Ende. Und zwar gerade zur Zeit, als in Klausenburg das Ghetto aufgestellt wurde. Und dieser Aufsatz beinhaltete ein Präambel, dass auf einem Bauernhof vermehren sich die Ratten und machen praktisch das ganze Bauernhof kaputt. Und die einzige Möglichkeit zu wehren sei die restlose Ausmerzung der schädlichen Elemente. Das war unmöglich anders zu deuten als ein Gruß für die Ghettoisierung. Und er selbst schämte sich gar nicht, dann einmal ins Ghetto zu gehen und dort von einem anderen jüdischen Autor seine Manuskripte noch zu verlangen. Er brauche nämlich die sowieso nicht mehr. Also all das macht natürlich Albert Wasch eigentlich in zivilisierten Kreisen wenig hoffähig. Trotzdem wird er als Symbol genutzt. Die eine Seite sieht nur die viktimologische Seite, der arme Mensch, der in Siebenbürgen wegen angeblicher Kriegsverbrechen verfolgt wurde. Und auf die andere Seite sind natürlich mannigfaltige Opfer von seiner Ideologien zu finden. Da sehen wir die gemeinsame Unfähigkeit zur Aussprache, beziehungsweise die Unfähigkeit der einen Seite in diesem konkreten Punkt. Die gemeinsame Unfähigkeit zur Aussprache, zur Sprache vielleicht, auch miteinander zu reden. Normalerweise, also würde man sich ja denken, einer mehr oder weniger koordiniert gestalteter Erinnerungspolitik erfüllt diesen Zweck, eine Sprache zu finden, eine sozusagen nationale Sprache zu finden, die alle mitnimmt. Wenn wir jetzt nach Ungarn schauen, gibt es Bestrebungen, eine solche Erinnerungspolitik zu konstruieren, umzusetzen? Und was sind die Folgen oder also die Folgen der Abwesenheit oder Anwesenheit einer solchen Politik? Azt, amit nagyon fontos megértenünk Magyarországgal. Was sehr wichtig ist, Pilat, das bezieht sich also nicht nur auf Ungarn, sondern auf Polen, Tschechien, Slowakei und so weiter. Wenn ich das versuche, jetzt in Paris, in Frankreich zu erklären, dann verstehen das die Leute gar nicht. In Deutschland gibt es schon dafür eine Sensibilität, weil diese Länder, diese Völker, das Staatsbewusstsein, die staatliche Existenz dieser Länder war oft fraglich. Es war nicht, Polen hat nicht immer einen Staat, die Ungarn hat nicht immer einen Staat, die Slowaken oder die Tschechen hatten nicht immer einen eigenen Staat. Deshalb hat die Kultur und vor allem die Sprache und vor allem die Geschichte bedeutet eine sehr starke interpretative Kraft. Ich sehe zum Beispiel bei uns, wo ich jetzt bin in Frankreich, besteht die historische Diskussion aus philosophischen, moralischen und moralphilosophischen Fragen, obwohl es auch dort historische Diskussionen gibt. Also in diesen Ländern ist die interpretative, und legitimisierende Rolle der Geschichte hat eine unheimlich große Rolle. Die Geschichte ist ein Argument, ein Instrumentarium, was man jeden Tag in der Politik benutzen kann, zur Untermauerung der Politik. Deswegen ist jede Gedächtnisdiskussion viel schärfer, viel stärker. Das ist die eine Sache. Die andere, was Ungarn wirklich ein besonderes Land macht, dass im kommunistischen System oder während des Staatssozialismus in Ungarn wurde vielleicht, kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, das war am wenigsten nationalistisch von allen sowjetisch besetzten Staaten. Die kommunistische Partei hat die sogenannte nationale Karte nicht zur eigenen Legitimierung ausgespielt oder nur ganz selten. Also die nationale Karte,
wie in anderen Ländern. Während in Polen, gewissermaßen in Tschechoslowakei und vor allem in Rumänien, Ceausescu und auch in der DDR benutzte man die nationale Karte. Also diese Art, die nationalistische oder antinationalistische Haltung bedeutete, dass alle Kräfte, die gegen die Staatspartei waren, nicht alle, aber sehr leicht hinübergeschoben werden konnten in die Richtung, wo gesagt habe, wegen der Wichtigkeit der Geschichte, dass diese Leute gar nicht zur Nation gehören, gar kein Bestandteil der Nation sind. Und da sind wir bei dem Punkt, diese Sprachlosigkeit, die heute die ungarische Öffentlichkeit bestimmt. Aus dem Stegreif. Also einmal die historische Interpretation und der Ausschluss aus der nationalen Geschichte der anderen Seite. Das ist kommt sehr oft vor, und zwar gegenseitig. Frage dann konkret. Ich kann auf Ungarisch nicht so schnell reden, weil der Übersetzer, es ist kaum zu folgen auf der Alles klar, danke. In allen Ländern wird Erinnerungskultur seitens der Politiker nicht als Selbstzweck gepflegt, sondern es dient immer zur eigenen Legitimation. Damit sollten wir uns im Klaren sein. Was in Ungarn meines Erachtens ganz tragisch ist, dass weil die politische Palette so aussieht, wie es sieht, hat der Staat keine große Interesse daran, rechtsradikale oder rechtskonservative Wähler eventuell abzustoßen, damit solche Figuren wie Albert Wasch nicht gepflegt werden. Deshalb pflegt der Staat eine doppelte Erinnerungskultur. Für den Gemäßigten gibt es Wochenblätter, Tageszeitung, Fernsehen, Rundfunk. Und für die nicht so Gemäßigten gibt dasselbe in einer anderen Ausführung. Und das ist auch in der Theaterlandschaft, ich glaube, genauso. Und diejenigen, die Albert Wasch hören möchten, die bekommen das dann von der einen Seite zubereitet. Diejenigen, die meinetwegen Sándor Márai hören möchten, dann bekommen das andere. Und das ist eine sehr plurale Landschaft, könnte ich sagen. Würde das sich vom Selbst entstehen? Es wird aber nicht selbst entstanden, sondern es wird, ich glaube, sehr, sehr bewusst produziert. Nämlich die größte Konkurrenz zurzeit in der ungarischen Politik kommt für die Regierung nicht unbedingt von links, sondern vom Ultrarechts. Die größte Konkurrenz der Fidesz ist auf dem Lande schon vielfach die Jobbik-Partei. Und ist es auch zu erklären, warum für die Regierung äußerst wichtig ist, gerade diese Wähler irgendwie zu sich zu binden. Und dazu bedient man sich natürlich diese erinnerungskulturelle Fragestellungen, die diese Wähler auch weich machen. Wogegen auf dem linken Spektrum wäre sehr wenig zu erreichen. Also es lohnt sich sozusagen, in Anführungszeichen politisch nicht, auf dem kurzen Dauer zumindest, mit Wasch-Albert abzurechnen, weil das mehr Wählerkosten wie bringen würde. Das ist natürlich auf den längeren Dauern, ich glaube, absolut tragisch. Also der Zweck ist also, da sind wir schon bei Realpolitik sozusagen runterdekliniert, hier sich am rechten Lager von der rechten Seite abzusichern. Mit welchen Mitteln aber wird dieser Zweck erreicht? Wie wird diese Erinnerungspolitik, Identitätspolitik durchgesetzt, um sich eben rechts abzusichern? Das habe ich aber doch gesagt. Jede Seite hat seine Medien. Wochenzeitung, Tageszeitung, Fernsehen, Eko-TV, hier TV zum Beispiel. Das sind doch zwei ganz andere Qualitäten. Gut, aber zu Medien gehören Botschaften. Ja, die sind auch da. Wasch-Albert, Sándor Márai. Sie müssen das erklären, vielleicht für diejenigen, die sozusagen mit den Namen jetzt nicht unbedingt etwas in Verbindung. Eins würde ich auf jeden Fall Christian sagen. Albert Wasch ist schon ein bisschen passé in diesem Kreis, ist schon ein bisschen abgeklungen. Jetzt ist Cecil Tormai große Mode. Also da gibt es eine große Lücke in der Vorstellung. Entschuldigung. Dass kontroverse, einander ausschließende Erinnerungskulturen gibt in Ungarn,
ist zum Teil mit der unglaublichen kulturellen Spaltung der ungarischen Intellektuellen, wo die ungefähr Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurzeln. Ich glaube, dass es recht komisch klingt, im 21. zu sagen, in Europa, dass hundertjährige Widersprüche die heutige Intelligenz prägen. Aber wenn ich an der Uni mit meinen Studierenden sowas lesen, da rede ich immer viel schneller, aber es wurde hier gebeten, langsamer zu reden, weil es simultan übersetzt werden muss. Also, wenn ich mit meinen Studenten solche Texte lesen, zwischen den beiden Weltkriegen, die linksliberalen oder rechtsextremen Autoren, dann ist das unglaubliches Erlebnis, dass das Vokabular, die Argumente, das intellektuelle Instrumentarium, das heute die öffentliche Gedächtnis, Erinnerungspolitik bestimmt, schon 1930, 31, 32 da war, die gleichen Argumente, die gleichen Gegenargumente, die gleichen seelischen Einstellungen, was gewissermaßen ziemlich betrübt. Und das gilt nicht nur für die Rechten, keineswegs nur die Rechten, sondern auch auf linker Seite sehe ich ausreichend solche Phänomene, die sich vom Staatssozialismus nähren und auch historische Betrachtungen, die sehr erfolgreich sind, aber viel weniger real. Ich weiß nicht, welche Medizin dagegen angewandt werden könnte. Vielleicht, dass wir uns immer wieder darüber hinsetzen. Wie übersetzen sich denn diese Sachen in Kulturfragen, in Fragen der Kulturpolitik, in Fragen der Theaterpolitik? Das könnten Sie vielleicht aufgreifen. Also doch zu unser Anfangsthema, um das ein bisschen griffiger zu machen. Ich habe dazu einen Text, aber am besten wäre, wenn die ungarische Version der Übersetzer bekäme. Ich habe es mir auf Deutsch übersetzt und dann würden beide die richtige Version hören. Der Text stammt aus einem Konzeptpapier des sogenannten Neuen Theaters, Uisinhas, wo nach einer sehr umstrittenen Bewerbung der Verfasser dieses Textes, dann Direktor dieses Theaters wurde, Georg Dörner. Georg Dörner nannte diesen Theater Hinterlandtheater und zur Erklärung steht Folgendes im Konzeptpapier. Ihre Besucher sind aus dem Hinterland, aus denjenigen ungarischen Menschen zusammen zu organisieren, die den Gedanken des Nationalstaats zu eigen gemacht haben. Eine neue Bodenverteilung ist auch heute aktuell, eine Neuverteilung der Theater ebenso. Wir müssen Verständnis bekommen. Das Hinterland symbolisiert das unter sozialliberalen Knechtschaft leidende Magyarentum. Es verkündet einen dem ganzen Nation lebenswichtigen Anspruch auf Zurückeroberung. Dieses Theater kann der erste kleine, jedoch nicht bedeutungslose Schlacht sein. Das Magyarentum beginnt aus dem Hinterland mit den unterdrückten, verschwiegenen, zurückgedrängten und verdrängten nationalen Werten, den Zurückeroberungsfeldzug gegen den liberalen Pester Spaßwelle, Geldmacherei und neulich auch gegen die neuesten Zentren des liberalen Luststaates, die oft auch auf das Niveau der Bordellen gesunken sind. Zitat Ende. Dieses Zitat spricht nicht für sich. Wenn Sie können sehr gerne darüber sofort empört werden, das bin ich ja auch. Es lohnt sich aber, nachdem wir uns empören, ein wenig nachzudenken. Was verleitete den Verfasser zu diesen völlig absurden Gedanken? Und ich glaube, es geht hier eigentlich um ein Phänomen, was in Europa nicht nur in Ungarn anzutreffen ist, und zwar eine Angst vor Modernität und Angst vor Kapitalismus. Modernität und Kapitalismus wird nicht nur in Ungarn als Bedrohung empfunden, aber dass es in Ungarn diese Bedrohung extrem hoch gewachsen ist, zumindest dieses Bedrohungsempfinden, Entschuldigung, es ist
nicht unbedingt eine reale Bedrohung. Das Empfinden ist dabei ganz wichtig und das ist auch deshalb wichtig, weil das Empfinden können auch solche Personen haben, die selbst materiell nicht unbedingt bedroht sind. Sie können sich aber geistig bedroht fühlen. Und hier haben wir ein Zeugnis von diesem Bedrohtsein. Der Verfasser meint sich in einer Weltverschwörung zu sehen. Und die realen Hintergründe sind natürlich in der gescheiterten Anschluss an Westeuropa zu suchen. Wenn Sie bedenken, dass die sogenannte Wende 1990 auch mit einer katastrophalen Zerschlagung der ungarischen Wirtschaft verbunden war und das Bruttosozialprodukt sank wesentlich mehr wie nach der Weltwirtschaftskrise, wenn Sie bedenken, dass hier grundlegende, komplette Industriezweige von heute auf morgen nicht mehr existieren in Ungarn, und das kann ich lange, lange fortführen, dann sind diese Bedrohungsängste irgendwie verständlich. Auch dann sind sie verständlich, wenn sie der Wahrheit natürlich nicht immer genau entsprechen. Und ich würde eigentlich die Probleme hier suchen. Diese Ängste sind verständlich. Es gibt aber, es erheben sich zwei Fragen im Rahmen einer Gesellschaftssteuerung. Ja, wie geht man mit diesen Ängsten um? Kann auch eine Regierung, eine Gesellschaft, Politik da auch Verantwortung wahrnehmen oder instrumentalisiert man diese Ängste, schürt man diese Ängste? Also wo ist da sozusagen der Ursprung? Also ich denke, das würde natürlich voraussetzen, also was die Regierung mit diesen Ängsten macht, das würde voraussetzen, dass die politische Elite eine pädagogische Rolle übernimmt innerhalb des Landes. Also bestimmte Sachen, also die Regierung sagt zu bestimmten Sachen, das ist gut und das ist schlecht. So wie ich es sehe, von der Wende bis 2004, bis zum Beitritt zur EU, hat die ungarische politische Elite diese pädagogische Rolle auf sich genommen. Also ein Beispiel, zum Beispiel 1990 war die erste Aufgabe, der erste Schritt des neuen ungarischen Parlaments und des Verfassungsgerichts, die Todesstrafe wegzuwischen. Und das war natürlich sehr gut. Dabei haben die Umfragen und die Umfragen damals schon und heute immer noch zeigen, dass Großteil der ungarischen Öffentlichkeit, der ungarischen Bevölkerung immer noch die Todesstrafe befürwortet. Ich glaube, dass das jetzt sehr prosaisch, sehr einfach klingt, aber die ungarische Gesellschaft ist müde geworden. 1990 war das große Versprechen, dass es Freiheitsrechte geben wird, Pressefreiheit, demokratische Grundrechte, Versammlungsrecht. Und das andere Versprechen, was eigentlich ein unausgesprochenes Versprechen war, das wäre vielleicht besser gewesen, das gleich zu klären am Anfang, dass das mit einem finanziellen Wohlstand einhergehen wird. Vielleicht nicht ganz so wie in Österreich, aber annähernd so. Und Ungarn wird wieder seinen Platz in Europa einnehmen, wo das Land sich 1913 befand, als das Bruttosozialprodukt irgendwo zwischen Griechenland und Deutschland war. Also eher näher an Deutschland und weiter weg von Griechenland. Das war also das Versprechen. Und das war auch eigentlich die stumme Botschaft in Bezug auf den Beitritt zur Europäischen Union. Und das ist weder vor 2004 noch nach 2004 so geworden. Und ein Teil der politischen Elite, wenn auch nicht die ganze, hat diese Müdigkeit, diese Verdrossenheit gespürt und gedacht, dass sie sich mit dieser pädagogischen Aufgabe nicht mehr herumschlägt. Und ich glaube mal, heutzutage wäre das nicht mehr möglich, die Todesstrafe in Ungarn wegzuwischen.
Ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wenn der Vertrag von Trianon dermaßen, eine dermaßen offene Wunde ist in der Gesellschaft, und das wird ja auch kultiviert, so wie ich das verstehe, es wird auch darüber auseinandergesetzt, weil das Menschen auch bewegt, wie soll denn eine europäische Gemeinschaft mit Nachbarn funktionieren, die ständig in der Erinnerungsdiskussion, im Erinnerungskultur sozusagen als immer noch die Besatzer von 2/3 unseres Landes angesehen werden. Was sind denn überhaupt die Perspektiven eines Zusammenlebens in einer solchen Union? Hätte man das gleich lassen sollen oder wie soll man damit umgehen? Die Union hat theoretisch ganz einfache Möglichkeiten. Sie muss ihren Wertekatalog von allen Mitgliedern einfordern und wenn die nicht eingehalten werden, dann soll sie sanktionieren. Das ist natürlich leicht gesagt. Konkret, diese Trianon-Geschichte ist meines Erachtens deshalb auch nicht nur eine Neurose, sondern ein Trauma, weil sie täglich in der Politik neu reproduziert wird. Und zwar nicht nur in Ungarn, das halte ich für sehr wichtig, sondern auch in der Slowakei, natürlich in umgekehrter Richtung. Würden in der Slowakei oder in Rumänien Zustände herrschen wie in Südtirol, dann wäre natürlich dieses Trianon-Problem auch keine Wunde in dieser Größenordnung. Und dass das in der Slowakei oder in anderen EU-Mitgliedstaaten nicht so ist, das ist natürlich auch ein Problem der Union. Warum fordert sie nicht die Werte der Autonomien? Die Union besteht doch aus Autonomien und gerade in Rumänien, wo eine sehr große ungarische Volksgruppe lebt, müsste der letzte Konsequenz der Union-Mitgliedschaft sein, denen eine Autonomie zu geben. Also das muss man hier sagen, dass sowohl in Ungarn als auch meinetwegen in der Slowakei kann durchaus die Politik so gestaltet werden, dass die Politik daran Interesse hat zu polarisieren, weil dadurch Wählermehrheiten zu gewinnen sind. Wir haben sehr viele solche Erscheinungen. Und dass das auch so machbar ist, das ist auch natürlich von der Union verschuldet, die hier keine klare Sprache spricht und nicht die Sanktionen einleitet. Das ist aus der Sicht der Union, aber aus der Sicht von der ungarischen Gesellschaft. Also da sehe ich mindestens zwei Probleme. Einmal ein Problem sozusagen des Umgangs mit anderen Mitgliedern, die ja sozusagen ein Teil der Gemeinschaft, auch der Wertegemeinschaft und der Schicksalsgemeinschaft der Europäischen Union sind. Und zugleich wird sozusagen intern diese Traumata, ja, keine Wunde, immer noch da, dass sie etwas haben, auch unsere Mitbürger, sozusagen ehemalige Mitbürger haben, die eigentlich zu uns gehören. Das ist das eine. Und das andere ist, solange diese Traumata auch kultiviert werden, wird auch Nationalgefühl sozusagen kultiviert, ausgebaut. Und so wie ich das verstehe, ist das auch das Ziel dieser Regierung. Beißt sich da nicht die Katze in den Schwanz? Kann, oder müssen wir vielleicht anders die Europäische Union verstehen? Also dass diese Reethnisierung von Ungarn und zugleich aber Mitglied in einer etwas nebulösen, aber doch einer übernationalen Idee, ein übernationales Konzept Europäische Union. Es ist aber sehr wichtig hinzuzufügen, dass laut Meinungsumfragen die Mehrheit, relative Mehrheit der ungarischen Bevölkerung immer noch für die Europäische Union ist, also sympathisiert mit der Europäischen Union, mit den Institutionen der Union. Das sind ungefähr 40-50%. Und ich denke, das ist kein schlechtes Ergebnis. Das heißt, dass die ungarische Bevölkerung immer noch Vertrauen hat in die Europäische Union. Aber da der erwartete Wohlstand nicht kam, gibt es so eine Enttäuschung in der ungarischen Gesellschaft. Dass die Gesellschaft neu ethnisiert wird, das sehe ich eigentlich nicht unbedingt so. Aber ich lebe ja auch nicht in Ungarn. Ich sehe das nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Zentraleuropa, diese Sprechweise, diese politische Redeweise, die sehr stark die nationalen Werte fokussiert.
und auch in Europa sehr oft zur Erstaunung führt, ist sehr legitim. Und ich glaube, das wird sich langfristig entscheiden, in welche Richtung das geht. Ich denke, dass die ungarische Gesellschaft, und hier spreche ich nicht mehr als Historiker, sondern das ist meine persönliche Meinung, die ist genauso viel wert wie die Meinung von allen hier im Raum. Also ich glaube mal, dass die Erinnerungsarbeit oder gemeinsame Erinnerungspolitik herausgearbeitet werden muss, die in Deutschland und in Österreich 1945 oder 50 oder in den 60er Jahren begonnen werden konnte. Das fing in Ungarn Ende der 90er Jahre an, als sehr wichtige Werke publiziert wurden, wie die Bücher von Christian zum Beispiel. Aber in sehr vielen Fällen sehen wir auch, dass das nicht allen gefällt. Das ist natürlich so. Und dass die Politik, dass in manchen Fragen die Politik nicht daran interessiert ist, dass man alles ausspricht, wie zum Beispiel die Frage der Agenten, wie zum Beispiel der ehemaligen Staatssicherheit. Wir haben jetzt über die internationalen Spannungsbeziehungen zwischen Erinnerungs-, Identitäts-, Realpolitik gesprochen, nach außen sozusagen. Jetzt gucken wir nach innen. Diese Erinnerungs- und Identitätsdiskurse, die jetzt stärker werden und auch befördert werden, immer wieder, zumindest wenn ich das richtig sehe, da entstehen Spannungen einerseits zu anderen Bevölkerungsgruppen, also Minderheiten, entweder ethnischer oder anderer Art, weil natürlich etwas, was sozusagen sich herausbilden möchte, möchte sich auch abgrenzen. Zumindest so ist der klassische Mechanismus. Vielleicht gibt es in Ungarn einen neuen Mechanismus, um das durchzuziehen. Dann bitte klären Sie mich auf. Wie gehen wir jetzt damit um? Und die zweite Frage, die ich später stelle, ist das, was auch in Ihrem Beispiel angeklungen hat, das Verhältnis zu Liberalismus. Also ob Liberalismus nicht auch so ein Screen wird, an dem man sich abarbeitet, um diese Einheit, diese neue Einheit herauszubilden. Also diese zwei Punkte, ob Sie darauf eingehen könnten. Also eins nach dem anderen, weil dann verliere ich den Anschluss. Ihre erste Frage war, wie geht die ungarische Gesellschaft mit den Eingrenzung verschiedener Bevölkerungsgruppen um? Im Prozess dieser neuen Identitätssuche. Und inwiefern ist diese neue Identitätssuche auch gewissermaßen gefährlich für das Zusammenleben oder das Zusammen-Imagining von sich als Vielfalt? Okay, also Schlüsselbegriff ist hier die viktimologische Gesichtsweise. Ich glaube, damit kann der Vorgehen am besten erklärt werden, nämlich selbst, es ist auch nicht unverständlich, für jede Gesellschaft sind die eigenen Toten und eigene Verluste die schmerzhaftesten. Und in Deutschland war 20 Jahre nach Kriegsende auch nicht unbedingt so riesengroß die Neigung, über russische Kriegsgefangene oder meinetwegen andere Opfer des Krieges zu trauern, weil Volkstrauertag war sicherlich ein ganz zentraler Punkt und der gefallene Wehrmachtssoldat an der Ostfront auch. Das hat sich dann verändert. Alle Kritiken, die sehr wichtig sind und die ich hier auch stundenlang, tagelang fortführen kann, sind also in diesem Rahmen zu betrachten. Viktimologie ist ein natürliches Verlangen einer Gesellschaft und es ist eine Frage der Pädagogie, inwieweit die Politik damit abrechnet oder das duldet oder sogar fördert. In Ungarn, wo selbst der Antifaschismus der so früheren Systemzeit absolut verlogen war, unter Systemzeit meine ich jetzt die Zeit des ungarischen Parteistaates, konnte ja niemand seine Wunden richtig besprechen, weil die Mehrheit der ungarischen Gesellschaft sich in der Tat auch als Opfer der Geschichte fühlen kann, nämlich im Kommunismus waren ja alle einmal Opfer, selbst der erste Parteivorsitzende musste ja dauernd Angst vor einem Schauprozess haben, zumindest bis 1956, und auch nachher war Janusz Kadar irgendwie total ausgeliefert an Moskau. Also selbst kommunistische Funktionäre und Würdenträger können sich hier als Opfer verkaufen. Wenn ich jetzt die andere Seite ansehe,
Die ungarische Gesellschaft war von Täter ja auch nicht ganz fremd. Einmal hat dieser Parteistaat ja doch nicht nur mit Moskauer Kommunisten funktioniert. Und eben Holocaust als solches, ganz wichtiger Punkt, oder die Vertreibung der Ungarndeutschen, das waren beide Dinge, die ihre ungarische Genese hatten. Und sehr viele wohnen heute in Wohnungen, wo früher also andere gewohnt haben, und diese andere haben diese Wohnungen nicht verkauft. Das ist aber auch kein speziell ungarisches Phänomen. In Tschechien ist die Neigung auch nicht unbedingt so riesengroß, über diese sudetendeutsche Frage hier offen vorzugehen, wobei ich muss das hervorheben, dass in Tschechien doch etliche Künstler gibt, sowohl im Film als auch im Theater und anderswo, die sich damit auseinandersetzen. Auch in Ungarn gibt das auf der Ebene der Kunst. Die Frage ist nur, was wird natürlich vom Staat unterstützt oder was wird nur geduldet oder was wird eigentlich gar nicht unterstützt. Das ist hier ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, hier ist die Rolle des Staates eben absolut entscheidend, dass zum Beispiel solche Figuren wie Cecil Tormoy, die hier wahrscheinlich unter den deutschen Autoren, deutschen Zuhörern nicht so bekannt ist. Frau Tormoy war eine erzkonservative Denkerin, zwar auch einmal zum literarischen Nobelpreis nominiert, aber ihr berühmtestes Werk über die Zeit zwischen 1918 und 1919, ein Tagebuch der Fliehenden, ist eine Sammlung von ganz fürchterlichen rassistischen und antisemitischen Klischees. Außerdem hatte diese Dame eine ausgesprochene Neigung, sich nach rechts außen zu öffnen, verstarb aber noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Also eine nicht unproblematische Figur, und ich könnte vom Katalog der ungarischen Literatur sehr viele Menschen nennen, vom Sándor Vörös angefangen, die noch kein Denkmal haben, die viel wertvoller und viel wichtiger sind. Aber eben irgendwie steht doch Frau Tormai für eine gewisse Partei, das ist die Partei Jobbik, das muss ich jetzt betonen, nicht die jetzige Regierungspartei, im Mittelpunkt. Also aber trotzdem ein gewisser Politikfatalismus höre ich daraus, so nach dem Motto, Deutschland hat ja auch seine Zeit gebraucht, man muss erstmal sozusagen die eigene Bevölkerungsgruppe, da denen ihre Trauma ausarbeiten lassen. Aber ich frage mich, ob das nicht ein bisschen zu fatalistisch ist, ob wir nicht gerade aus den Beispielen von anderen Ländern, jetzt Deutschland außen vor, aber es gibt ja auch andere Beispiele, versuchen, eine Gleichzeitigkeit der Aufarbeitung der Geschichte für alle Bevölkerungsgruppen zu machen und vor allem nicht diese Aufarbeitung sozusagen als Freibrief für Ausgrenzung zu nehmen. Diesen Fatalismus oder in diesem Fatalismus, denke ich, steckt eine Lebensstrategie für einen großen Teil der ungarischen Bevölkerung oder für die ungarische Gesellschaft. Die Grunderfahrung ist in jeder Familie, die ihre eigenen Erinnerungen haben, dass während des 20. Jahrhunderts viermal oder fünfmal jeder enteignet wurde, komplett enteignet wurde. Nicht jeder jedes Mal, aber jeder ist betroffen. Zum Beispiel ein persönliches Beispiel. Meine Großeltern lebten in Debrecen, das ist eine Stadt auf dem Land. Meine Urgroßmutter war sehr, sehr alt. Sie ist mit 103 Jahren gestorben. Und ich kann mich erinnern, als wir Kinder waren und wir zum Mittagessen zu ihnen gegangen sind, wurde bei jedem verdammten Mal, wenn zum Mittagessen gedeckt wurde, erzählt, dass das Besteck deswegen nicht vollständig ist, weil es die Russen im Jahre 1944 mitgenommen haben. Das bedeutet, dass einiges übrig geblieben ist von diesem Besteck. Aber damit möchte ich nur illustrieren, dass das Grunderlebnis der ungarischen Gesellschaft ist, und das muss ich in Deutschland vielleicht nicht genau erklären, wenn wir untergehen und wenn wir
irgendwie drüber hinweg können, dann sind wir immer noch billiger davon gekommen, als wenn wir quatschen. Und ich denke mal, dass die ungarische Bevölkerung eine bestimmte Bewegung hat, dass man sehr, sehr schöne Beispiele des Wunsches für Freiheit sieht zum Beispiel und sehr viel Solidarität auch sieht. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt in die Details gehen, aber es gibt eine Art von Warten, eine Art von Fatalismus. Das heißt, dass die Sachen auch ohne uns geschehen. Wir können nichts daran ändern, aber wenn wir sehr viel quatschen, dann wird das zu Problemen führen. Und ich glaube nicht, ich will auch damit nicht sagen, dass die heutige Regierung oder das heutige System mit dem nationalistischen oder mit dem kommunistischen System verglichen werden kann. Ich würde nur sagen, dass diese Denkweise in der ungarischen Gesellschaft immer noch existiert, weil diese Gesellschaft sehr oft erniedrigt wurde, sehr oft enteignet wurde. Natürlich gibt es so eine Art viktimologische Auffassung, dass wir nichts dafür können, alles ist ohne uns geschehen. Aber tatsächlich ist es manchmal so, dass die Dinge ohne uns passieren und diese Art von Verlustbewusstsein existiert überall. Ich habe nicht als Russe sozusagen, aber Sie wollten reagieren. Nein, nicht auf Wolasch, damit bin ich absolut einverstanden, sondern noch auf Ihre Frage, dass natürlich kann man der ungarischen Gesellschaft fragen, warum tut ihr irgendwas nicht. Ich persönlich habe insgesamt 15 Prozesse gehabt in meinem Leben bisher und selbst versuche dagegen was zu tun. Aber was wichtig ist, ich kann die Frage zurückschicken. Warum tut Deutschland hier so wenig? Nämlich wenn die Konrad-Adenauer-Stiftung ohne weiteres in Ungarn mit sehr fragwürdigen Institutionen kooperieren kann, zum Beispiel mit dem Terrorhaus, wo nationalsozialistische Massenverbrecher nur als Opfer der Kommunismus dargestellt werden, dann muss ich auch fragen, warum verlangt man aus Deutschland einerseits, dass die Ungarn hier ein anderes Geschichtsbild aufbauen und andererseits mit diesem problematischen Geschichtsbild, warum kooperieren sie doch weiter? Eine gute Frage an unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen ja für unsere Stiftung hier, also die Frage kann ich nicht beantworten. Die lassen wir einfach hier so stehen. Ein Punkt, den ich schon erwähnt habe, möchte ich aber, bevor wir öffnen für ein paar Fragen, nochmal aufwerfen. Also wir haben jetzt gesprochen, Europäische Union und die Nachbarn als sozusagen Abarbeitungsobjekt der neuen Identitätssuche, Minderheiten oder andere Opfergruppen. Und jetzt doch ganz en vogue, nicht nur in Ungarn, sondern in vielen diesen osteuropäischen, mitteleuropäischen Ländern, Liberalismus. Ja, also Liberalismus als sozusagen das Gegenstück der Herausbildung der eigenen Identität. Und da verlassen mich jegliche Instinkte. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet Liberalismus? Warum kann eine Identitäts- und Erinnerungspolitik nicht liberal untermauert sein? Das ist doch ganz einfach. Vom Liberalismus viel mehr Schäden als Nutzen erleben. Nur ein Beispiel. Wenn jemand auf dem Lande in Ungarn aufgewachsen ist und bis zur Wende eine feste Stelle hatte, die nach der Wende weggeht, dann kann er durchaus fragen, was nutzt mir der Liberalismus, was hier eingebrochen ist. Ich kann theoretisch zwar morgen nach Berlin fahren, aber da ich keine Fremdsprachen spreche, da ich gar kein Vermögen habe, da ich mein Haus gar nicht verkaufen kann, was nützt mir das? Und dieses Erlebnis ist ja nicht singulär. Es gibt sehr viele, die die Vorteile des Liberalismus nicht unbedingt nutzen können, weil mit leeren Magen ist das natürlich dann schwierig. Ja, da müssen wir vielleicht am Begriff Liberalismus arbeiten, aber das schaffen wir jetzt nicht in den verbleibenden 5 Minuten. Also sprechen wir über verschiedene Liberalismen hier? Aus der Sicht von... Es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass der Liberalismus als politische Ideologie 1990 ihr Lager verloren hat in Ungarn. Und wie ist das passiert? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Aber man muss auch sehen, dass das nationale Erwachen in Ungarn im gesamten 19. Jahrhundert oder sagen wir die
also der Liberalismus ein sehr, sehr wichtiger Motor war für diesen Prozess, nicht nur in Ungarn, sondern auch in ganz Europa. Nach 1990 hat das neue Ungarn tatsächlich sehr viele liberale Elemente aufgegriffen, auch in die Verfassung und so weiter. Und wir haben tatsächlich gesehen, ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, ich habe hier auch noch eine persönliche Meinung dazu, ob das diese Partei, die den Liberalismus vertreten hat, das richtig gemacht hat oder angemessen gemacht hat. Aber die Begriffe, die verbunden waren mit dem Liberalismus, wurden unnütz für die Menschen. Und man hat gesagt, in unserem Leben oder in ihrem Leben waren das nur Nachteile, wie zum Beispiel Privatisierung, wie zum Beispiel Ausbreitung der Bürgerrechte oder andere Sachen. Es ist auf jeden Fall nicht ein abgeschlossener Prozess. Es ist immer noch möglich, dass der Liberalismus eine Renaissance erlebt in Mitteleuropa, in Zentraleuropa und in Ungarn. Aus dem Publikum, wir haben wirklich sehr wenig Zeit, deswegen würde ich bitten, wenn es geht, nur Fragen zu stellen. Genau, und ich glaube, wir haben etwa eingeräumt, so 10 Minuten plus minus. Und es wäre natürlich toll, wenn wir die Fragen klar und präzise stellen, sodass möglichst viele von Ihnen auch eine stellen können. Ich bitte um das Zeichen. Ich schlage vor, dass wir auch sammeln. Ne? Also ja, sowieso. Wir sammeln, glaube ich, die Fragen. Sofort, ein Sekündchen. So, Sie fangen an. Mich würde interessieren, wie die verschiedenen Kulturträger in Ungarn mit der Kultur der Roma umgehen. Und zwar nicht nur mit den Roma, die die ungarische Staatsbürgerschaft haben, sondern auch mit denen aus der Slowakei, aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien und so weiter. Weil wir wissen ja, dass sie nicht so sesshaft sind. Vielen Dank. Ich sammle mal weiter. Sehe ich irgendwo eine Hand? Dort hinten? Nein? Ja, dann doch noch ganz kurz eine Frage. Die Details, bin ich jetzt gut zu verstehen im Saal? Die Details mit Ihnen beiden bespreche ich auch gerne in der Pause. Jetzt geht es nur ganz stichwortartig und sicher auch nur ganz stichwortartig in der Beantwortung, schichtenspezifisch. Also konventionelles nationales Bürgertum kann ja eigentlich nur bis in den 30er Jahren existiert haben als Erziehungsmodell. Also die Leute sind jetzt über 80, also das weiß ja jeder, die Probleme, was für Bürgertum es noch gibt. Halbgebildetes oder gebildetes Bürgertum in den Staaten des Ostens. Es ist natürlich auch ein Problem des Bildungsniveaus. Wir wissen ja alle, welche soziologischen Schichten es gab von 45 bis 90. Vielleicht können Sie noch ganz kurz was zu sagen, eine Relation der Bildungsschichten und der sozusagen der ideologische Überbau und warum, ob gewisse Schichten sehr verbreitet sind, die empfänglich sind für die rechte Ideologie. Ich habe mich verkürzt ausgedrückt. Dankeschön. Dank. Sollen wir noch eine, machen wir weiter? Sammeln wir noch was? Noch eine? Wir können noch eine Frage nehmen. Wenn nicht, dann kommen dann wir gehen wir es ans Podium. Ja, danke sehr. Also zwei Fragen. Einmal verschiedene der Umgang von verschiedenen Kulturträgern um Roma, und zwar verschiedener Herkunft. Und die zweite Frage, Bürgertum und ob das, was wir jetzt erleben, auch ein Zeichen dessen ist, dass das Bürgertum und Bildungsbürgertum nicht mehr ganz existent ist, zumindest so ist die Darstellung des Fragenden. Also ich würde auf die Frage mit der Integration der Roma antworten. Die Integration der Roma ist nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Zentraleuropa die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert. Gewissermaßen wichtiger, als was alles nach der Wende passiert ist. Es gibt hier, die Sache hat einen soziologischen Hintergrund, nämlich dass im Staatssozialismus
wurde eine Art, ich sage eine Art, gesellschaftliche Mobilisierung durchgeführt, sage ich mal so, oft sehr stark mit Gewalt und unmenschlich, auch unter den Roma, was bedeutet hat, dass sehr viele von ihnen zwar Arbeit bekommen haben, aber so oder so an die Peripherie der Gesellschaft verdrängt wurden. Es ging oft um Menschen, die eben keinen Beruf hatten, nicht ausgebildet waren. Das heißt, nach der Wende, als die Privatisierung begonnen hat, waren es die Ersten, die entlassen wurden von ihren Arbeitsplätzen. Aus den Betrieben wurden vor allem Roma entlassen. Und seitdem, in den zwei Jahrzehnten in Ungarn, ist es so, dass die Roma, dass ganze Generationen der Roma, einfach seitdem keine Arbeit hatten, seit der Wende. Die ungarische politische Elite, und jetzt komme ich auf die Frage, die Antwort der politischen Elite war darauf, eher den Ausnahmen, die Antwort der Elite war, jede große Partei hatte ihren Roma-Politiker, der praktisch die ganze Frage bearbeitet hat. Hauptsache, es gab kein Problem, es gab keine Konflikte. Was die Partei, die wirklich aus der Roma-Feindlichkeit profitieren konnte, war die Partei Jobbik. Und ich bin überzeugt, vielleicht habe ich nicht recht, aber ich bin überzeugt, dass die traditionellen rechtsextremen Themen, ob Albert Wasch oder Cecil Tormai oder Antisemitismus oder die Rolle von Israel oder die Antiprivatisierung und so weiter, hätte Jobbik niemals so an Land gewinnen können. Damals in den 90er Jahren konnte sie auch nicht. Einmal hat diese Partei 5% die parlamentarische Hürde erreicht, aber Jobbik hat in ihrer Agenda eigentlich die Vorurteile gegen die Roma kanalisiert. Und das war die wichtigste Triebkraft. Die Unterstützung der Europäischen Union und die Unterstützung der Regierung war immer der Meinung, dass man in dieser Frage etwas tun muss. Alle Integrationsprogramme und so weiter sind in Gang gegangen, also sind angelaufen, die aber kurz danach abgebrochen wurden. Das ist ein Problem in Ungarn. Wir beginnen irgendwas wie Strohflamme und dann bricht das ab. Aber man sieht sehr gut, dass zwischen 206 und 208 verschiedene Verbrechen, Roma-Morde und so weiter, die Roma-Feindlichkeit sehr stark zugenommen hat. Und Jobbik hat das praktisch sehr gut ausgenutzt. Und deshalb haben diese Politiker eine immense Verantwortung, dass sie gewissermaßen dem Druck der Massen nachgegeben haben. Ich bin Historiker und kann nicht in die Zukunft blicken, aber ich glaube, das wäre eine wichtige Aufgabe seitens der Entscheidungsträger, der wenigstens der verantwortlichen Entscheidungsträger, ist immer die Integration, die Schulung und so weiter, wurde immer gesagt. Aber man sieht, dass es politische Kräfte gibt oder Kraft gibt, die überhaupt nicht das darin die Lösung sieht. Zweitens, was den Mittelstand betrifft und das Bürgertum, damit, dass ich betont habe, dass die bedeutende Teil der ungarischen Gesellschaft sehr vieles beraubt wurde. Ich würde es nicht unbedingt damit verbinden, also ergo, es gab und gibt auch kein Bürgertum, kein Mittelstand. Deswegen ist die Demokratie, die Rezeption für die Demokratie viel niedriger in Ungarn als in westlichen Staaten oder dass die Menschen viel weniger empfänglich sind für demokratische Werte. Eine historische Tatsache ist es, in dem Sinne, dass man das mit Zahlen belegen kann, dass der Mittelstand, wenn es überhaupt einen gibt, der Mittelstand nie die Ausmaße erreicht hat, nie das Gewicht in Ungarn erreicht hat, wie sonst in den anderen westlicheren demokratischen Staaten schon immer da waren. Es gab eine Bürgerlichungsperiode, 1867, nach dem Vergleich mit Österreich, was dann praktisch mit dem Trianon-Vertrag unterbrochen wurde. Es gab ein einmaliges Wirtschaftswachstum und eine Verbürgerlichung, die also abgebrochen wurde. Und da spielt eine
maßgebliche Rolle darin, dass der Mittelstand praktisch zermalmt wurde von verschiedenen autoritären Systemen in Ungarn. Nicht zwei Politiker, eine Frage zu Roma-Thema. Inwiefern ist die Herausforderung aus Ihrer Sicht nicht nur sozusagen die Roma-Bevölkerung besser zu integrieren, sondern auch die historische Narrative, die wir haben, Roma-Narrative in das Gesamtnarrativ in Ungarn, das historische Narrativ zu integrieren. Gelingt das? Ist es überhaupt in der geschichtlichen Vorstellung des Landes und der Nation, dass Roma, die da leben, immer schon da gelebt haben und ein Teil dieser gemeinsamen Geschichte sind? Oder ist es vielleicht eine Herausforderung für die Zukunft? Die Frage ist deshalb sehr schwierig, weil diese Roma-Problematik ist ja nicht unbedingt eine kulturelle Spannung zwischen Roma und Magyaren, sondern es ist viel eher eine sozialpolitische Spannung zwischen Armen und Nicht-Armen. Wobei natürlich die Armen bzw. die Ärmsten nicht unbedingt nur Roma sind. Aber diese Menschen, die haben, also die allerärmsten Roma, die haben keine Roma-Kultur. Die haben keine Roma-Kultur mehr, auf jeden Fall. Sie haben eine Subkultur der Allerärmsten, die wahrscheinlich in Bangladesch oder in New York gar nicht so unähnlich ist mit diesen Roma. Ich kenne. Das kommt auf den Begriff und die Definition. Ja, also, sozialanthropologisch gesehen, ich habe zwar das nicht so intensiv studiert, ist die Kultur diejenigen Gruppen, die weit unter dem Existenzminimum leben, schon ziemlich weit von ihren ursprünglichen Volkskulturen entfernt. Und das will ich doch betonen, und insofern ist es sehr problematisch zu sagen, wie gehen die Ungarn mit der Roma-Kultur um, nämlich sie identifizieren leider Gottes bestimmte soziale Erscheinungen mit Roma-Kultur, obwohl das nichts mit Roma-Kultur zusammenhängt. Armut ist keine Kultur der Roma. Aber es wird so vielfach ihnen interpretiert. Das ist das eine. Das andere, dass unter der ungarischen Roma ist es noch nicht ganz entschieden, was sie eigentlich wollen. In dem Sinne, die meisten Roma wollen nicht als Roma-kenntlich sein, sondern sie wollen sich assimilieren und integrieren, also diejenigen, die überhaupt aus diesen Ghettos raus können. Und eine Roma-Intelligenz, die offen dafür eintretet, Roma als ethnische Volksgruppe sozusagen in Ungarn zu etablieren, ist momentan noch gar nicht so stark, das kann man nicht sagen. Das kann sich natürlich nach einer Zeit ändern, aber momentan sind wir nicht da. Also so kann das sehr schwer beantwortet werden. Etwas wäre aber doch wichtig, noch zum Verhältnis zur Roma-Frage zu erwähnen. Ich meine, die Politik hat das mindestens 20 Jahre lang an denjenigen abgewälzt, die neben diese Armutsgruppen gelebt haben. Und das ist deshalb ein großes Problem, weil gerade auf dem Lande und in Ostungarn ist das Lebensniveau von Roma und Nicht-Roma in bestimmten Dörfern eigentlich absolut gleich oder fast absolut gleich. Aber das soziale Verhaltensweise der zwei Gruppen ist natürlich grundlegend anders, weil die historische Erfahrungen auch ganz anders sind. Daraus gibt es natürlich dann sehr viele Konflikte. Und aus Budapest hatten die Politiker sich damit nicht beschäftigen wollen und sagten, das ist euer Problem. Das führte auch zum extremen Erstarken der Jobbik-Partei. Und da meine zweite Ergänzung zum Balazs, dass die Jobbik hat etwas geschaffen, was früher niemand geschafft hat, nämlich nicht nur die Zigeunerfrage an und für sich zu thematisieren, sondern die in der Weltverschwörungstheorie einzubauen. Das ist das im Anführungszeichen Geniale oder das absolut Verbrecherische in der Geschichte, dass Jobbik geschafft hat, eine Theorie aufzustellen, wonach eigentlich die Roma die Roboter der Juden sind und im jüdischen Auftrag Ungarn oder die Welt oder irgendwas kaputt machen. Das ist sozusagen die Jobbik-Botschaft, ist im Kurzinfo immer nachzulesen. Und zu Ihrer Frage, warum sind viele für rechtsradikale Ideologien empfänglich? Ich glaube, das ist damit zu erklären, dass die Linke in ihrer Mehrheit völlig unfähig war, ehrliche historische Antworten zu geben. Das sieht man am besten an dem Lehrstuhl für Geschichte in Budapest. In Jobbik sind überproportional Leute vertreten, die
eigentlich ich als Kollege nennen müsste, kann ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie Geschichte studiert. Und da muss man natürlich viele Fragen stellen, auch an der Universität natürlich. Aber der Hintergrund ist nur ein Beispiel, zum Beispiel im 1956 war ja die Narrative der Sozialisten, dass das eigentlich ein Bürgerkrieg gewesen sei. Nämlich dann standen sozusagen auf beide Seiten wir. Imre Nagy war ja schließlich auch ein Kommunist. Diese Erklärung ist natürlich sehr gut aus sozialistischer Sichtweise, weil dann gibt es keine Täter, nur Opfer. Stimmt aber nicht. Und da die ganze ungarische Politik, inklusive jetziger Regierungspartei, die, mit früheren Kadern der Sozialisten versehen ist, hatten das viele natürlich als absolut unglaubwürdig abgetan. Ich möchte nur daran erinnern, dass die neue Verfassung von einem früheren Mitglied des Politbüros mitgeschrieben wurde. Und das ist aber der Preis für die viele schönen Jahre des Gulasch-Kommunismus. Dieses System war ja im Anführungszeichen sehr milde nach 56, also nicht nach 56, nach 68, sagen wir mal, und ließ sich selbst ja in einer Demokratie transformieren. Und damals freuten sich alle, West und Ost und am besten die Magyaren. Das heißt aber, dass die Hypotheken dieses sozialistischen Systems, die extrem viele Lügen, tragen wir mit, und zwar in eigentlich allen Parteien. Und das vergiftete natürlich dann sozusagen die Landschaft so, dass rechtsradikale Ideologien, die eine totale Negierung alles Frühere beinhalten, insbesondere von Jugendlichen und insbesondere von gebildeteren Jugendlichen, das ist das absolut Fatale, bevorzugt werden. Csak hogy megvédjem. Nur um ein ganz bisschen die Historiker an der Budapester Uni zu verteidigen, zu beschützen, möchte ich der ganzen Sache ein bisschen so einen soziologischen Hintergrund geben. Ich glaube, die Führungskräfte der Jobbik gehören fast alle zur gleichen Generation und haben fast alle Geschichte studiert. Ich habe keine von denen gesehen unter meinen Studenten. Aber in den 90er Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, war es in Ungarn, Geschichte zu studieren, erschien als einfach politische Aktivität, ein Interesse, ein nützliches Fach für politisch interessierte Menschen. Ich war an einer Uni, habe an einer Uni studiert, wo wir, wenn wir über den Flur gegangen sind, wusste ich, der eine Professor ist nicht da, weil der ist Verteidigungsminister, der andere ist Botschafter und der dritte sitzt im Parlament. Und auch der Außenminister war ein Historiker und auch der Ministerpräsident war Historiker. Also junge Leute, die damals praktisch ihren Beruf, ihre Laufbahn angefangen haben, dachten, das ist ein guter Beruf, mit dem man in die Politik gehen kann. Und wir haben sehr für Politik interessiert. Denn diese Zeit war eine stürmische, sehr interessante Zeit. Und als die Generation Jobbik, die Ende der 70er Jahre geboren wurden, haben die gleiche Strategie gewählt. Das Boot war voll, die Türen waren schon zu. Und das war eigentlich keine automatische Möglichkeit, als Historiker in die Politik zu gehen. 1993 saßen wir 180 Studenten in einem Hörsaal, wo es 72 Stühle gab. Es war ein unheimlich geliebtes Fach. Und bis Ende der 90er Jahre ist das stürmisch abgesunken. Ich möchte jetzt hier nicht ganz einfache sozialpsychologische Ausführungen machen, aber diese Frustration, wie dieser Beruf, wie dieses Diplom sich entwertet hat, spielt doch das dabei, was natürlich wir als Hochschuldozenten natürlich auch tragen. Herr Professor Ungary, Professor Ablonzi, vielen Dank. Wir haben es jetzt in diesem Akt sozusagen der Vorstellung, der Konferenz, glaube ich, ganz gut geschafft, auch mit Hilfe des Erstredners. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle, den Bogen zu spannen. Und jetzt gehen wir in Media Res. Die nächste Panel ist dann über das Theater, und damit übergebe ich das Wort zurück an den Zeremonienmeister. Ja, erst einmal herzlichen Dank an unser Panel.